und stehe mit Michael Smolik, der erleichterte Mann nach seinem ersten großen Debüt MMA Pro Match auf der größten deutschen Bühne, dem Gym C. Michael, beeindruckende Vorstellung, schneller K.O. Wie fühlst du dich? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Also ich sag dir ganz ehrlich, es ist ein ganz anderes Gefühl, mal einen auszunocken, ohne einen Kick zu verwenden. So dieses Ground and Pound, ich weiß nicht, das war für mich in dem Moment, als würde ich die ganze Wut, den ganzen Frust, die ganze Arbeit einfach an ihm so auslassen auf dem Boden, mit Ellenbogen, mit Schlägen. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, ich habe einfach gefeuert. Und es hat sich geil angefühlt, es hat sich geil angefühlt. Ich hätte gerne mehr gezeigt. Die Fans wissen, ich mache gerne viele spektakuläre Kicks, Drehkicks und so weiter. Aber muss auch nicht immer sein. Im MMA kann es schnell vorbeigehen, so wie jetzt. Riesen Respekt an den Gegner, an Alic, erfahrener Mann. Bin sehr stolz, dass ich ihn besiegt habe. Ja, Adnan Alic, sehr erfahrener Mann, über 35 Pro-Matches im MMA, hat auch schon im Kickboxen schon, hat gegen Leute wie Jérôme Labanère zum Beispiel eben mit den Leuten den Ring geteilt. Worauf hast du dich eingestellt? Bist du davon ausgegangen, er will unbedingt den Bodenkampf suchen? Was war der Gameplan? Ich habe eigentlich gedacht, also ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder er zieht sich ein bisschen zurück oder er shootet direkt. Davon bin ich eigentlich ausgegangen. Deswegen wollte ich erst ein bisschen distanzierter angehen. Als ich gesehen habe, dass er sich zurückzieht, habe ich gedacht, okay, ich muss sofort Druck machen, weil ich gemerkt habe, dass er halt im Rückwärtsgang ist. Und als ich den ersten Kick gebracht habe, der auf die Deckung getroffen hat, habe ich gesehen, dass er Respekt hat. Und habe ich gleich, ich glaube, die Rechte nachgesetzt. Dann ist er schon, hat irgendwie das Gleichgewicht verloren, habe ich gleich nachgesetzt und dann war es vorbei. Also wir haben ja auch schon mal ein paar Einheiten zusammen gemacht. Und auch ich habe ehrlich gesagt ein paar Kicks erwartet. Deine berühmten Drehkicks, die eingesprungenen Kicks natürlich. Hat sich die Gelegenheit nicht ergeben oder hast du bewusst die Kicks ein bisschen rausgenommen, weil du dachtest, vielleicht eröffne ich mich dann zu sehr für den Takedown? Gut, der Kampf war ja nur ein paar Sekunden. Ich meine, wenn er länger gegangen wäre, dann hätte ich bestimmt ein paar Drehkicks rausgehauen. In dem Moment hat sich's für mich nicht ergeben. Im Nachhinein denke ich mir, hätte ich den Hook-Kick nicht gebracht, sondern einen Back-Kick hätte der vielleicht gesessen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer so. Und es hat sich so angefühlt, wie es sich richtig anfühlt. Und letztendlich war auch genau das, was ich machen musste. Und es hat gepasst. Und es hat gepasst. Michael Smolik, gestern beim Staredown, was ein sehr intensiver Staredown war, sehr, sehr schöne Bilder gibt es davon, für die Leute, die es verpasst haben, nochmal nachschauen. Hat dein Gegner irgendwas zu dir gesagt? Hast du das verstehen können, was er gesagt hat? Ich würde es gerne wissen. Ich glaube, die Zuschauer zu Hause, die es verfolgt haben, auch. Ja, er hat mit einem leichten Lächeln "Nice Ice Bro" gesagt. Und ich habe darauf gar nicht reagiert und habe ihn einfach nur böse angeschaut. Und ich glaube, das hat ihn sehr verunsichert. So. Vielleicht hat er gedacht, dass ich darauf eingehe oder so, aber bei mir ist das immer so ein Psychospielchen-Game. Das gehört dazu. Ich meine, im Nachhinein ist alles cool. Ich habe ihm die Hand gegeben. Er ist ein super korrekter Typ. Und so gehört es sich auch im Sport. Also davor ist es für mich Krieg. Danach kann ich mit jedem ein Bier trinken. Okay, ich trinke kein Bier, aber mit jedem kann ich befreundet sein und alles ist cool. Weißt du, wie ich meine? Ja, die berühmten Mind-Games, die im Vorfeld so auf der Waage schon mal versucht werden von den einen oder anderen. Aber einem gestandenen und erfahrenen Mann wie dir macht sowas natürlich wenig aus. Wir haben heute einen anderen spektakulären Sieg gesehen. Du wahrscheinlich nicht, weil du noch im Backstage warst, um dich warm zu machen. Emilio Kisua vom Team Planet Eater hat eine Herausforderung ausgesprochen im Cage, ins Mikrofon an dich, hat gesagt, du würdest so weitermachen wie bisher, würdest dir nur irgendwelche Opfer aus dem Ausland suchen, du bräuchtest gar nichts zu suchen, in Deutschland gäbe es stärkere Leute. Und er sagte, wenn du heute hier den Sieg holst, möchte er der Nächste sein. Was sagst du dazu? Fängt das schon wieder an, oder was? Ich kann. Also ich glaube, unser Team, Fight Club Gelsenkirchen, ist dafür prädestiniert. Maurice Adolf wird ständig herausgefordert, obwohl er noch verletzt ist. Jetzt geht es bei mir weiter. Mir ist es scheißegal. Also komm, wer kommt. Ja, wenn die Matchmaker sagen, der passt, dann passt er. Wenn nicht passt, dann passt er nicht. Die sollen ihre Fresse nicht aufreißen. Es kommt jeder nacheinander und die können sich alle von mir kassieren. Ist mir scheißegal so. Aber die sollen ihr Maul halten, weil jedes Mal kommen die und meinen irgendwie, mich besiegen zu können. Okay, Respekt geht an alle Kämpfer raus. Aber hey, Step by Step, jeder Gegner nacheinander. Das ist jetzt mein zweiter MMA-Profikampf, den ich bestreiten werde. In, keine Ahnung, Monaten, wann auch immer. Und so wie es kommt, so kommt. Ganz einfach. Okay, also du hast schon gesagt, du hast gestern auch die Ankündigung gemacht. Auch der Gegner wird auf die Bretter gehen. Hier und heute, das hast du bewiesen. Und den Worten Taten folgen lassen. Jetzt sagst du, wer kommt, kommt. Mir ist es gleich. Die Frage, falls noch andere Leute Herausforderungen aussprechen wollen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, Halbschwergewicht siehst du dich auch unter Umständen, beide Titel sind vakant, wo wird es mittelfristig oder langfristig hingehen, wo siehst du dich? Also ich kann in beiden Gewichtsklassen kämpfen, also ich sehe mich auch in beiden Gewichtsklassen,
Ich meine, jetzt hat man jetzt schon einen Unterschied gemerkt. Er hatte 18 Kilo mehr. Ich meine, es ging jetzt relativ schnell. Wenn es dann auf den Boden oder ins Ringen geht, wird es, glaube ich, schon noch ein Unterschied sein. Vor allem, wenn ich dann noch erfahrenere Leute habe, die noch mehr Druck machen oder ich weiß es nicht. Ich sehe mich natürlich auch im Halbschwergewicht. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Wakecut. Ich habe noch nie in meinem Leben Wakecut gemacht. So, aber auch da muss ich durch. Und so wie es sich ergibt, ich werde es mit meinem Trainer besprechen, was er dazu meint. Und wenn er sagt, hey, ich sehe dich auch im Halbschwergewicht, lass mal einen Kampf da machen, dann gehe ich da rein. Aber ich fühle mich auch im Schwergewicht wohl. Ich bin im Schwergewicht zu Hause. So. Ich habe, seitdem ich mit Kickboxen angefangen habe, im Schwergewicht gekämpft. Ich bin sehr, sehr schnell für ein Schwergewicht. Und das könnte auch ein Vorteil sein. Also, ich weiß es nicht. Also, ich mache einfach so weiter, wie es sich ergibt. Und wenn mal ein Gegner im Halbschwergewicht kommen sollte, dann könnte man sich überlegen, in Halbschwergewicht zu gehen. Wenn man im Schwergewicht bleiben will, dann geht man halt im Schwergewicht. Ganz einfach. Das ist halt schön, dass ich die zwei Optionen offen habe. Es ist immer gut, ein paar Optionen offen zu haben. Die Karten sind also noch frei gemischt. Wir wissen noch nicht, wo es hingehen wird. Fight Club Gelsenkirchen ist dann zu Hause. Du wartest ein bisschen, was dein Coach sagt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere spektakuläre, vielleicht auch ein bisschen länger dauernde Kämpfe. Und dann sehen wir uns wieder hier im Cage oder auf der Matte beim Training. Danke, Michael. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Keine Veranstaltung.